Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Seid ihr bereit? Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann, liebe Geschwister, wir fangen einfach mal an. Die Videos könnt ihr euch ja anschauen auf das gute Wort auf YouTube. Da wird alles hochgeladen, falls jemand die Fragen wiederholen möchte. So, Bruder Ferd, guck mal, Fragen, Bruder Herz, haben kein Ende. Und deine Frage ist sehr komplex. Wenn ich jetzt auf deine Frage eingehe, wo man studiert, guck mal, was du fragst. Wie lange dauert ein Islamwissenschaftsstudium? Wie viele Semester? Und weißt du, diese Antwort dauert lange, Bruderherz. Ich kann dir nur sagen, such dir einen Imam in deiner Nähe und einen, der dich connectet mit dem Ausland, wenn du im Ausland lernen willst. Weil es braucht Betreuung, du brauchst einen Mentor. Du kannst nicht einfach ins Ausland gehen ohne Connection. Du musst wissen, bei wem du lernst. Heutzutage ist es gefährlich, dass man in irgendwelchen Gruppierungen landet. Und wie lange ein Semester dauert, kommt darauf an, was du lernst. Willst du Koranwissenschaften lernen? Willst du Hadith lernen? Willst du Tafsir lernen? Willst du Aqidah lernen? Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, Bruder Fahad. Deswegen empfehle ich dir islamstudium.de. Geh mal auf diese Seite, da bin ich auch Mentor. Da kriegst du professionelle Betreuung von Mentoren, die gelernt haben im Ausland. Jungs, ich bin auch hier heute, um die Fragen zu stellen, nicht ihr. Könnt ihr auch meine Frage, die da oben gestellt habe, beantworten? Was, wenn jetzt der Dritte kommt und sagt, ich will auch meine beantwortet haben? Und der Vierte und Zehnte, dann fangen wir nie an, Jungs. Ich empfehle euch, islamstudium.de, wählt dir einen Mentor aus. Ich bin unter anderem auch ein Mentor dort. Und dann kannst du auf deine Fragen eingehen, mir Zeit für dich nehmen, etc. Aber hier zwischen, dieser Stream ist ja für was ganz anderes da. Also versteht mich nicht falsch. Geh auf islamstudium.de, buch mich als Mentor und dann gehe ich auf deine persönlichen Sachen ein. Das ist ja, das muss ja mit, ich will ja auch ehrlich zu dir sein und dir eine ehrliche Antwort geben. Din und Nasiha, Religion ist guter Ratschlag. Ich will dir nicht einfach hier etwas hinwursteln. Und die Geschwister warten auf Quizfragen. Dritte Mal, islamstudium.de, wähle mich als Mentor und dann gehe ich auf deine Fragen ein. Inshallah, Bruder. Oder am Ende gehe ich kurz drauf ein. Was hast du denn gestellt? Delal? Kirde? Kurde? Ausnahmsweise, weil ich auch auf Ding eingeladen bin. Eingegangen bin. Fahad. Allah, stell deine Frage mal kurz, Bruder, wie kann man am besten lernen? Allahu Akbar. Guck mal, Bruder, Delal Kirde, was eine komplexe Frage. Wie kann man am besten lernen, den Koran im Leben einzusetzen? Das ist doch nicht mit einem Satz getan, Bruder Herz. Dafür brauchst du eine lange Antwort, beziehungsweise Begleitung, wie man das macht, welche Verse sind geeignet, welche nicht. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Wie haben die Sahaba das gemacht? Deswegen gibt es ja die Seite Islamstudium. Wir wollen etwas Neues in der deutschen Dawa einführen. Verzeiht mir alle, die hören, aber ich denke, das ist wichtig für alle.
Islamstudium.de ist nicht einfach so aus Jux und Dollerei entstanden. Das sind qualifizierte Geschwister, unter anderem Sheikh Ayman Derli und Sheikh Fabian Laverenz, den kennt ihr alle. Und meine Winzigkeit. Wir wollen Geschwister professionell begleiten auf dem Weg des Wissens. Ihnen den richtigen Weg zeigen, wie man lernt. Was man lernt. Und dazu haben sie einen Mentor. Dieser Mentor muss bestimmte Bedingungen erfüllt haben. Er muss selber mindestens 10 bis 15 Jahre auf dem Buckel haben des Wissens. Er muss selber im Ausland gewesen sein. Er muss der arabischen Sprache mächtig sein. Er muss einiges an Wissen schon intus haben. So einer kann jetzt einen Anfänger packen und ihn führen. Okay, weil die meisten Laien machen einen Fehler. Er hört, Wissen ist vorzüglich und man erreicht die hohen Stufen und Gelehrtenstatus und die Liebe zu Allah. Und dann fängt er an, irgendwelche Bücher zu bestellen aus dem Internet und weiß gar nicht, welches Buch ist für ihn geeignet und welches nicht. Mit welchen Wissenschaften fängt man an? Wo sind Pfützen? Wo kann man reinfallen und stolpern? Wie viele Geschwister haben 10 Jahre studiert, aber nichts intus tatsächlich? Und dafür ist Islamstudium ins Leben gekommen, um Geschwister, die wirklich anfangen wollen zu lernen, einen Mentor zu bekommen. Okay? Mit einem Mentor strukturiert zu lernen. Und nicht einfach selbst irgendwo auf YouTube herumzusurfen, ohne zu wissen, was man lernt, wie man lernt, womit fängt man an, etc. Also Geschwister, diese Fragen stellt sie mir nicht hier. Das ist ein Stream, für das ich euch die Fragen stelle. Geh auf islamstudium.de, such dir einen Mentor aus und diese Fragen wie tue ich Koran in mein Leben einsortieren oder Islamwissenschaften, wie lange dauert das, welche lernt man, das sind komplexe Fragen. Die kannst du mit deinem Mentor dann beantwortet bekommen und dort dann strukturiert durchgehen. Inshallah. Bist du überhaupt geeignet für Ausland? Du wirst ja vorher geprüft. Musst 3 Level durchlaufen, die sogenannten Grundbasiskenntnisse musst du erstmal durchlaufen. Viele auch machen den Fehler, denken, sie wären Studenten des Wissens, dabei ist das gar nicht. Die Motivation ist zwar da, aber er hat noch gar keine Bedingungen. Durchlauf mal auf Islamstudium die 3 Level, die sind kostenlos. Durchlauf die mal und guck mal, ob du das alles weißt. Das ist Basiswissen, was jeder Muslim wissen muss. Level 1 ist schon freigeschaltet. Level 2 wird jetzt im April freigeschaltet und Level 3 im Oktober. Lern mal Level 1 und Level 2 und Level 3 und danach gucken wir, ob du geeignet bist fürs Ausland oder nicht. Weil im Ausland wird Arabisch gesprochen. Wie mächtig bist du der arabischen Sprache? Etc., etc., etc. Islam zu studieren ist eine Welt für sich. Okay. Taib, erste Frage für heute. Allah sagt in Suratul Naba, Sura 78, Vers 19: Und da der Himmel geöffnet und dann zu Toren wird. Warum wird der Himmel geöffnet? Warum wird der Himmel am Tag der Auferstehung geöffnet? A. Weil es schneien wird, Schnee. B. Ein Feuerregen wird auf die Ungläubigen fallen. C. Sonne, Mond und Planeten stürzen ab. Oder D, die Engel kommen herab. Wer weiß das? Wer weiß das? Wo sind die Leute des Korans? Ein Mann sagt D, die Engel kommen herab. Okay. Kaan D. Abu Omar D. Yasmi 1 AD. Stolze Muslima D. Ganz genau, tatsächlich ist es D. Die Engel werden herabkommen am Tag der Auferstehung, den Thron tragend und herunterbringend. Subhanallah. Eine ganz heftige Situation am Tag der Auferstehung. Alle Menschen schauen hinauf, die Engel kommen herab und tragen den Thron Allahs, der herabkommen wird. Subhanahu wa Subhana. Weiter, wir bleiben in Suratul Naba, Sura 78. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und da die Berge versetzt werden
und dann zu einer Luftspiegelung werden. Luftspiegelung bedeutet hier, die Berge gleichen dem verwehten Staub, dem Öl, dem Eis oder dem Silber. Verkanat Saraba, sagt Allah. Saraba ist eine Luftspiegelung. Die Berge gleichen dem verwehten Staub, Öl, Eis oder Silber. Yahya sagt Staub. Liana Staub. Abu Omar Staub. Ganz genau. Die Berge werden zerschmettert werden, so wie es in einer anderen Sura heißt, in Surat Taha, Sura 20. Und Luftspiegelung ist hier gemeint. Ihr wisst ja, wenn ein Sonnenstrahl ins Zimmer reinstrahlt, dann siehst du meistens diese Staubkörner, wie sie da schweben. Die Berge werden versetzt und so zerkleinert werden, dass sie genauso aussehen werden. Sie werden zu Staub und du wirst sie ja wie Staub in der Luft fliegen sehen. Subhanallah. Frage 54, beziehungsweise nächste Frage. Wir bleiben in Surat an-Naba. Das ist eine schöne Frage hier. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, labithina fiha ahqaba, als er über die Höllenbewohner spricht, sagt er, lange Zeiten darin zu verweilen. Die Höllenbewohner werden lange Zeit darin verweilen. Was bedeutet hier lange Zeit? 80 Jahre, Ewigkeit, halbe Ewigkeit oder 250 Jahre ohne Aufschub. Sura 78, Vers 23. Ihr sagt alle ewig, okay. Aber warum sagt dann Allah lange Zeiten? Und was ist die Weisheit? Schau mal hier, stolze Muslime, genau, Ewigkeit ist ja richtig. Ihr müsst wissen, im Koran, in Koranwissenschaften gibt es eine Sache, die nennt sich Muhkam und Mutashabih. Pass auf, hier, sehr wichtige Regel. Es gibt Verse, die sind eindeutig. Jeder versteht den. Es gibt aber auch Mutashabihat. Die sind mehrdeutig. Die versteht man sofort nicht. Was macht man dann mit solchen? Weil diese Vers nehmen manche Gruppierungen und sagen, dass die Hölle vergehen wird. Subhanallah. Die Hölle wird eines Tages am Tag der Auferstehung vergehen und nicht mehr existieren. Wie antwortest du drauf? Und dann bringt er dir sogar einen Beweis aus dem Koran. Allah sagt, lange Zeiten. Wie lautet die Regel dann? Nimm diesen Vers, diesen mehrdeutigen Vers, und kombiniere ihn mit dem eindeutigen Vers. Nämlich die Verse, die sagen, Khalidina fiha abada. Sie werden ewig darin verweilen. Dann erklärt der hier den Vers und die Sache ist geklärt. Yahya, was du meinst, mit Sünden sind bestimmte Muslime, die in die Hölle eintreten müssen, aufgrund der großen Sünden, die sie begangen haben, und dann nach einer bestimmten Zeit herauskommen. Diese nennt man Jahannamiyun, möge Allah uns bewahren davor. Sie sind gestorben, aber haben keine Tauba verrichtet. Sie waren Alkoholiker, sie waren Zinsbetreiber, sie waren Unzuchttreiber, sie haben Magie betrieben, etc., etc., etc. Ja. Weiter geht's mit Sura 78. Heißt es, am Tag, da der Geist und die Engel in Reihe stehen, sie werden nicht sprechen, außer wem der Allerbarmer es erlaubt. Und wer Richtiges sagt, gemeint ist mit Geist hier
Jibril, A. B. Mikail, C. Israfil oder D. Munkar und Nakir. Yawma yaqumur ruh, sagt Allah, wal malaika, wer ist ar-ruh? Aman sagt Jibril. Yahya sagt Jibril. Abu Omar sagt Jibril, Jibril. Genau, das ist ja bekannt. Ihr wisst, dass Jibril mehrere Namen hat. Ruh heißt er einmal im Koran, dann Jibril, dann in einer anderen Leseart Jabrail, wird er auch genannt, dann Ruhul Qudus oder Ruhul Amin, der vertrauenswürdige Geist. Ja. Also Jibril. Sure 79. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, von Vers 1 bis 5, bei den mit heftig entreißenden und den leicht herausziehenden und den unbeschwert dahingleitenden, den allem vorauseilenden, den eine Angelegenheit regelnden, wer ist damit gemeint? Mach mal Sure 79 auf, die ersten fünf Verse. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta, etc. Wer sind damit gemeint? A. Frühere Propheten, B. Dschinn, C. Bestimmte Engel oder D. Geschöpfe, die nur Allah kennt? Abu und Malik, die Seelen der Gläubigen. Die Seelen? Wie kommt ihr auf Seelen? Ich habe nichts mit Seelen erzählt. Etc. Wer sind diese ersten fünf, die Allah erwähnt? Frühere Propheten, Dschinn, bestimmte Engel oder Geschöpfe, die nur Allah kennt? Abu und Malik, Engel. Ja, aber Engel, die die Seelen herausziehen, sind ja nur die ersten. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta. Es geht ja aber so weiter. Fas-sabihati sabqa, fal-mudabbirati amra, etc. Wer sind diese? Ganz genau. Bestimmte Engel. Es sind bestimmte Engel. Die ersten, richtig. Wan-nazi'ati ghorqa sind die Seele herausreißen der Ungläubigen. Wan-nashitati nashta sind die guten Engel, die die Seele mit dem Todesengel helfen, sie leicht herauszuholen. Etc. etc. Also bestimmte Engel. Und das ist wichtig, dass du weißt, was du da eigentlich rezitierst. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta, das wird dein Gebet versüßen. In Vers 6 und 7 heißt es in der gleichen Sura: Am Tag, da das Zittern einsetzt und das nächste hinterher folgt. Was bedeutet, dass Zittern einsetzt und das nächste hinterher folgt? Bisschen kompliziert, oder? Allah sagt: Yawma tarjufu rajifa. Am Tag, da das Zittern einsetzt und ein weiteres Zittern hinterher folgt. Was ist damit gemeint? Das erste und das zweite Stoßen ins Horn. B. Das Zittern des Thrones. Der Tag der Auferstehung wird so gewaltig sein, dass der Thron Allahs zittern wird. Oder das Zittern der Engel vor Angst. Oder das Zittern der Menschen vor Angst. Sure 79, Vers 6 und 7. Aman sagt, das erste und zweite Stoßen ins Horn. Yahya sagt, die Menschen werden zittern. Abu Omar sagt, das Zittern der Menschen vor Angst, stolze Muslime. Das erste und zweite. Silvan sagt, Stoß ins Horn, Rohr von Israfil.
Es ist tatsächlich, liebe Geschwister, das erste und das zweite Stoßen ins Horn. Welcher Engel stoßt oder stößt denn ins Horn? Genau, du hast schon geschrieben, Israfil. Das erste, Allah nannte es Yaumatajufu Ar-Rajifa. Wenn er ins Horn stößt, der Engel Israfil hat ein Horn, darin werden alle Seelen drinne sein. Pass auf hier. Und die Gräber, in den Gräbern werden ja die Menschen sein. Was macht Israfil? Alle Seelen kommen in dieses Horn und er stößt einmal rein. Und jede Seele, Milliarden von Abermilliarden, eine unglaubliche Zahl, die man gar nicht festlegen kann, jede Seele weiß ganz genau, zu welchem Grab sie hingeschleudert wird. Und dann kommt ein Regen herab und die Menschen kommen aus ihren Gräbern heraus, herausgekrochen. Allahu Akbar. Also, Vers 6 und 7. Yauma tarjufu rajifa, tetba'uha radifa. Gemeint sind das zweimalige Stoßen von Israfil alayhi salam. Ja. Weiter, wir bleiben in Sure 79, da heißt es in Vers 9: Und ihre Blicke werden demütig sein. Warum werden die Blicke der Ungläubigen und Götzendiener demütig sein? Warum wird das so sein? A, weil sie zurückkehren und beten wollen. Die sagen, ja, Allah, lass uns zurück, damit wir beten. B, sie haben Iman bekommen. C, weil sie die Strafe des Feuers sehen und den Schrecken am Tag der Auferstehung erleben. Oder D, weil sie ins Paradies wollen. Was sagt ihr, liebe Geschwister? Weil sie zurückkehren und beten wollen, sie haben Iman bekommen, weil sie die Strafe des Feuers sehen und den Schrecken am Tag der Auferstehung erleben, weil sie ins Paradies zurückkehren wollen. Im Tafsir zu diesem Vers heißt es tatsächlich C, weil sie die Strafe des Feuers sehen und den Schrecken am Tag der Auferstehung erleben. Sie sehen das und bekommen Demut und Angst und Unterwürfigkeit. Sie sehen die Hölle und die Strafe vor sich und die Engel und dann werden sie demütig in ihren Blicken. Also C. Weiter geht's mit Vers 13 und 14. Da heißt es: Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein. Und sogleich sind sie auf der Oberfläche. Was ist der erschreckende Schrei hier? Was ist mit dem erschreckenden Schrei gemeint? A. Das Schreien der Menschen. B. Der Schrei von Dschibril. C. Das zweite Stoßen ins Horn. Oder D. Das erste Stoßen ins Horn. Hier musst du ein bisschen nachdenken. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein und sogleich sind sie auf der Oberfläche. Mashallah, ganz genau. Ganz genau, es ist tatsächlich C. Aber ist ja klar, weil er sagt hier, es wird ein einzig erschreckender Schrei sein, also der Stoß ins Horn, und dann werden sie auf der Oberfläche sein. Gemeint ist die Oberfläche am Tag der Auferstehung auf der Erde. Also kann es nur der zweite Stoß sein ins Horn von Israfil a.s. Nächste Frage. In Vers 14 heißt es, und sogleich, okay, jetzt habe ich schon verraten, aber egal. In Vers 14 heißt es, und zugleich sind sie auf der Oberfläche. Mit der Oberfläche ist was gemeint? Die Erde in Mekka und Medina oder die Erde des Grabes? Oder die Erde des Paradieses oder die Erde, auf der mit ihnen abgerechnet wird.
Sure 14, Vers 79. Vers 14, Sure 79. Und zugleich sind sie auf der Oberfläche. Was ist mit der Oberfläche gemeint? Ganz genau. Das sagte nämlich Ibn Qayyim in seinem Tafsir. Er sagt, die Oberfläche gemeint ist die Erde, auf der mit ihnen abgerechnet wird. Und im Hadith beschrieb der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Erde. Er sagt, sie wird weiß sein und in manchen Überlieferungen schon wie Silber. Man hat keinen Anhaltspunkt, weder Baum, noch Haus, noch Berge. Eine glatte Oberfläche, auf der kein Blut vergossen wurde und nichts Harames getan wurde. Auf dieser Erde wird mit den Menschen abgerechnet. Subhanallah. La ilaha illallah. So, Sure 79, Vers 20 heißt es. Da zeigte er ihm das größte Zeichen. Welches Zeichen zeigte Musa Pharaon? Was ist damit hier gemeint? So hat er ihm das größte Zeichen gemeint. A. Das Blut. B. Die Frösche. C. Die Meeresspaltung. Oder D. Seine Hand und den Stock. Geht zu Sure 79, Vers 20. Da zeigte er, gemeint ist Musa, ihm, gemeint ist Pharaon, das größte Zeichen. Denk bitte logisch nach, bevor du antwortest. Denk bitte logisch nach, bevor du antwortest. Musa geht zu Pharaon und zeigt ihm das größte Zeichen. Was ist hier gemeint mit dem größten Zeichen? Das Blut, die Frösche, die Meeresspaltung oder seine Hand und den Stock. Ganz genau, weil ich habe gesehen, manche haben ein bisschen voreilig geantwortet. Es kann nicht das Meer sein, weil als er das Meer gespalten hat, Musa a.s., so wie es Allah erwähnt in Suratu, in mehreren Suren, aber in Suratul Shu'ara, Sure 26, erwähnt das detailliert. Als die Leute von Musa sagten, die sind hinter uns, sie kriegen uns, da sagte Musa, Kella, keineswegs. Mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten. Man hat auf das Meer gehauen oder geschlagen mit seinem Stock und hat sich gespalten. Also Meeresspaltung kann es nicht sein. Blut und Frösche ebenfalls nicht. Es ist tatsächlich seine Hand und den Stock. Was war denn mit seiner Hand? Wer kann das schnell beantworten? Was war mit seiner Hand? Wer antwortet zuerst? Was war mit seiner Hand? Was war mit seiner Hand? Kahn sagt Licht. Die wurde weiß. Ganz genau. Tachrosh Baida, im Vers steht Baida weiß und im Tafsir steht, sie hat sie herausgeholt. Er musste sie hineinstecken in seine, wie sagt man, ja, hier in seinen Schlitz, Brustschlitz und dann herausholen. Als er sie rausgeholt hat, war sie so weiß wie die Sonne. Richtig geleuchtet. Das war das Zeichen, welches Pharao dann gesehen hat und Stock, wisst ihr alle, dass es zu einer gewaltigen Schlange wurde und alle anderen Seile gefressen hat. Subhanallah. Und die Zauberer hier haben sich dann niedergeworfen, weil sie wussten ganz genau, was Zauberei ist. Und das war niemals Zauberei. Subhanallah. Also sie waren vom Fach, die höchsten Zauberer zu Pharaons Zeit. Als Musa seinen Stock geworfen hat, und zu einer wahren Schlange wurde, haben die Zauberer gecheckt, was wir machen, kommt dem hier gar nicht gleich. Also haben sie geglaubt und sich niedergeworfen.
Sehr gut, Kahn und Umliana, genau, es ist wohl Licht bzw. Weiß. Beides kann man sagen, Alhamdulillah. So gehen wir in Sura 80. Surat Abbas, Vers 1 und 2 heißt es: Er blickte düster und kehrte sich ab, weil der Blinde zu ihm kam. Vielleicht kennen das von euch viele, ist bekannt eigentlich, die Geschichte des blinden Mannes. Abbas wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war gerade mit den großen Köpfen der Quraysh. Und er hat es gewittert: Oh, wenn diese großen Köpfe jetzt Islam annehmen, wird es ein Erfolg für den Islam sein. Während er gesprochen hat mit den großen Präsidenten und Kings, wie man so sagen würde, und Ministern von Quraysh, kam der Sahabi, der Blinde, und wollte von ihm was wissen. Wir würden sagen, wie das Kind, wenn du gerade so ein wichtiges Gespräch hast, dann willst du es so verscheuchen, so warte jetzt, lass mich kurz, ich habe ein wichtiges Gespräch. So ähnlich kannst du das verstehen in dieser Begebenheit. Da kam der Blinde und wollte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas wissen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam blickte ihn düster an, hat seine Stirn gerunzelt, nach dem Motto: Warte jetzt, ich habe hier zu tun. Dieses tadelte Allah über den sieben Himmel, tadelte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, warum er das denn machte. Der Blinde hat es eher verdient. Er kam mit willigem Herzen. Wer ist der Blinde? Oder wie hieß er? Abdullah ibn Maktum. Oder Abdullah ibn Abd. Oder Abdullah ibn Abi Quhafa. Oder Abdullah ibn Iyas. Der Name ist auch sehr bekannt eigentlich. Ah, sagst du? Abdullah ibn Maktum. Kahn, Abu Omar sagen beide A. Ah. Stolze Muslima sagt A. Ah. Ah, diesmal habt ihr leider. Na, es war tatsächlich A. Ah, Abdullah ibn Maktum radiallahu anh, der auch gleichzeitig ein Gebetsrufer war. Na. Gleiche Sure, Vers 11. Allah sagt: Keineswegs. Gewiss, es ist eine Erinnerung. Was ist hier mit der Erinnerung gemeint? Kalla innaha tadhkira, sagt Allah. A. Die guten Träume. B. Die Prüfungen. C. Diese Sura und die Verse des Korans. Oder D. Die Erinnerung an den Tod. Kalla innaha tadhkira. Keineswegs. Es ist eine Erinnerung. Was ist eine Erinnerung hier? Die guten Träume, die Prüfungen, die Sura und die Verse des Korans oder der Tod? Silvan sagt, der Koran. Der Tod, der Tod. Umliana, der Tod. Yahya, der Tod. Schau mal, ich gebe euch einen Tipp. Du musst im Koran immer den Kontext betrachten. Schau mal, das ist Vers 11. Worüber handeln denn die ersten 10 Verse? Also die richtige Antwort lautet: Mit keineswegs, gewiss, es ist eine Erinnerung, gemeint ist diese Sura und die Verse des Korans an sich. Nicht der Tod, weil der Tod hier nicht erwähnt wird. Genau. Also C. Die Sura und die Verse. Diese Sura an sich ist eine Erinnerung an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und an uns an sich, dass wir uns erstmal um die kümmern, die es eher verdient haben, und dann um die anderen.
Gut, Tafsir ist halt eine schwierige Wissenschaft, aber kein Problem. Sura 81, Vers 5. Allah sagt: Und wenn die wilden Tiere versammelt werden, وَإِذَا sagt Allah. Und wenn die wilden Tiere, ihr wisst, am Tag der Auferstehung, die Menschen werden versammelt und sogar die Tiere, ja, sogar die wilden Tiere, die Löwen, die Bären, die Tiger, die Geparden, all das wird versammelt werden. In einer Aussage, pass auf, hier ist sehr interessant. Ist schwierig zu wissen, aber hey, wir lernen. In einer Aussage von Ibn Abbas heißt es: Alles wird versammelt werden von Tieren, ja sogar die Schlangen, Fliegen, Ameisen, Skorpione. Schwierig. A, Schlangen, B, Fliegen. Er will es halt, er sagt, wie sagt man, ein Gleichnis geben, um zu sagen, dass sogar das versammelt wird. Die Araber, wenn sie Gleichnisse prägen, ja, aber Omar, machen sie es meistens nicht mit Ameisen, sondern mit. Ist auch bei uns eigentlich. Mach aus einer, wir sagen zwar Mücke, aber gemeint sind hier die, die fliegen. Subhanallah. Er sagt, hatta dhubab. Sogar die Fliegen werden versammelt werden. Subhanallah. Weil Unrecht überall getan wird. Und ihr kennt den Hadith. In Bezug auf die Gerechtigkeit am Tag der Auferstehung, in dem es heißt, dass der Bock, das hier im Diesseits einen gestoßen hat, ein Schaf gestoßen hat, ohne Hörner. Was passiert am Tag der Auferstehung? Er bekommt seinen Hack zurück. Derjenige, der Hörner hatte, wird sie wegbekommen. Dafür bekommt der Hörner, der keine hatte, und er stößt ihn zurück. Subhanallah. Darf man Fliegen töten? Kommt drauf an. Ja, aber Omar. Allgemein darf man Tiere töten. Die Gelehrten gehen mir wieder in Fiqh rein. Aber ausnahmsweise, Tiere wie Spinnen, manchmal hast du eine Spinne zu Hause oder Mücken oder etc. Es kommt drauf an auf ihren Schaden. Normalerweise nicht töten, erstmal entfernen, ganz normal entfernen. Entferne die Spinne, entferne die Mücke etc. Wird es lästig und zu einer Plage, dann darfst du bestimmte Tiere töten, die dir schaden. Der Beweis ist in Sahih Bukhari. Als ein Prophet von Bani Israel sich unter den Baum setzte und eine Ameise ihn gebissen hat. Was hat er gemacht? Er hat den ganzen Ameisenstamm abgefackelt. Daraufhin hat er Offenbarung bekommen. Hättest du doch nur die getötet, die dich gebissen hat? Also ist hier die Erlaubnis dafür, dass man Tiere töten darf, die dir schaden. Schau mal, die Gelehrten. Woraus sie Urteile herausziehen, aus einer ganz normalen Begebenheit oder Geschichte, die eher ermahnend ist und zur Ermahnung gehört. Nein, sie müssen daraus Rechtsurteile ziehen. Und das ist das Großartige an unserer Religion. Also darf man Fliegen töten, Mücken, Spinnen, Ungeziefer bei mir zu Hause? Wir sagen erstmal nein, entferne sie. Werden sie zu einer Plage oder werden frecher? Und beißen dich und schaden dir, dann darfst du töten mit dem Beweis in Sahih al-Bukhari. Guck jetzt, ich kenne euch, sobald man Tür aufmacht, die Fragen prasseln rein. Was ist mit Reh? Ein Bruder hat gesagt, dass man Reh töten darf. Tiere, die man töten darf, beziehungsweise jagen, du darfst nur Tiere töten, die du jagst, beziehungsweise zum Verzehr jagen darfst. Einfach sinnlos ein Tier töten, ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Wir haben gesagt, sogar Ungeziefer darfst du nicht töten, einfach so ohne Sinn. Warum willst du ein Reh töten? Aus welchem Grund? Wenn du sagst, ich war am Verhungern und hab gejagt, Bismillah. Aber einfach so, du erschießt ein Reh und gehst dein Leben weiterleben, warum? Warum? Das ist nicht erlaubt.
ist nicht erlaubt. Und dieses, kein Problem, kein Problem. Ich habe nur gefragt wegen der Frage, wenn ich verliere mein Recht an einer Pflege am Qiyamah. Alles gut, Bruder. Das müssen wir uns ja auch abgewöhnen. Ein Bruder hat gesagt, eine Schwester hat gesagt, authentisches Wissen, liebe Geschwister, brauchen wir. Authentisches Wissen. Wafiq Barakallah. Taib, lass uns weitermachen. Das ist leider so, wenn man auf. Sure 82, Vers 3. Sure 82, Vers 3. Allah sagt: Und wenn die Meere gesprengt werden, und wenn die Meere, Ozeane, gesprengt werden, was bedeutet das? A. Das Vermischen von Süß- und Salzwasser. B. Die Meere werden überfließen. C. Die Ozeane trocknen aus. Oder D. Alle drei werden im Tafsir erwähnt. Schwierige Frage. Tatsächlich, Ibn al-Jawzi in seinem Tafsir und Imam al-Mardawi erwähnen, dass alles drei im Tafsir erwähnt wird. Und das nennt sich Tafsir al-Tanawwu'. Ich glaube, das haben wir schon mal gehabt, das hatte ich kurz erklärt. Eine Tafsir-Art, auf der alles zutrifft. Weil sprengen kann entweder heißen, das Vermischen von Süß- und Salzwasser. Etwas wurde gesprengt, so vermischt es sich. Kann ja sein, eine Mauer trennt Süß- und Salzwasser. Diese wird gesprengt, auf einmal vermischt sich Süß- und Salzwasser. Oder die Meere überfließen. Das Überfließen, als würde eine Sache gesprengt worden sein und nun übertretet sie das Ufer. Oder C, die Ozeane trocknen aus. Es wurde gesprengt, das Wasser ist herausgeströmt, sodass nichts mehr übrig bleibt. Also sind die Ozeane ausgetrocknet. Und das nennt man Tafsir al-Tanawwu'. Tafsir, deren Sorte mehr ist und viele ist und alles irgendwo richtig ist. Das lernt man in der Koranwissenschaft, dass mehrere Tafsir-Arten Sinn ergeben und alles erlaubt ist. Subhanallah, ich habe hier sogar gerade passend, vielleicht kann ich euch das schnell nochmal genauer. Gab es ein schönes Beispiel von Ibn Uthaymin, als er gesprochen hat über den Tafsir at-Tanawwu'. Genau, schaut mal. In Bezug auf Tafsir at-Tanawwu'. Allah sagt in Suratu Naba, Sura 78, Vers 34. Und Behälter, die Dihaqa sind. Was heißt jetzt Dihaqa? In einem Tafsir heißt es Memlu'a. Die Behälter, ich habe leider kein Glas vor mir, sie werden im Paradies so voll sein, dass sie nicht überschwemmen. Also genau so, wie es der Trinkende haben möchte. Das ist ein Tafsir. Und im anderen Tafsir heißt es Mutatabi'a. Die Haqqa heißt dann hier nicht voll bis oben hin, sondern du bekommst Glas nach Glas nach Glas nach Glas zu trinken. Beides ist irgendwo richtig, aber keins ist dem anderen, keins widerlegt das andere, weil es gibt den gegenteiligen Tafsir, nämlich Tafsir al-Tadad, eine total andere Bedeutung. Okay? Und das, was wir haben, ist Tafsir al-Tanawwu'.
dass das Wort beides umschließt und beides umfasst. Es kann sein, dass die Gläser voll sein werden, kann aber auch heißen, dass man Glas nach Glas bekommen wird, welches voll ist, weil man beides verbinden kann. Okay? Auf jeden Fall, ich will es jetzt nicht zu akademisch hier machen. Und das ist das auch hier. Wenn die Meere gesprengt werden, unter gesprengt kann man diese drei Dinge verstehen. So. Kannst du das Buch mal zeigen? Das ist dieses Buch, das habe ich damals mit Zusammenarbeit mit Cordoba so gedruckt. Das wird es aber jetzt bald nicht mehr geben. Es wird jetzt in unsere Hand genommen von das gute Wort. Und es wird dieses Format haben. Das hier. Das ist schon Teil 2. Also hier ist Teil 1. Das sind 100 Fragen. Das ist Teil 2. Weitere 100 Fragen. Also 200 Fragen rund um den Koran. Teil 1 wird jetzt in diesem Format gedruckt in Babyblau. Das hier ist dunkelblau. Und dann kommt noch ein schwarzes. Das wären richtig extrem schwere Fragen. Das sind dann Teil 3. Dann hast du 300 Fragen rund um den Koran. Das hier, davon sind ungefähr noch 70 bis 100 Exemplare bei Cordoba zu finden. Ich glaube, es kostet 8 Euro. Und wenn die ausverkauft sind, drucken wir das gute Wort dann unsere Bücher selber, inshallah. So, nächste Frage. Sure 80, Vers 33. Allah sagt: Wenn dann der ohrenbetäubende Schrei kommt, der ohrenbetäubende Schrei ist A. Das zweite Stoßen ins Horn, B. Ein Name des Tages der Auferstehung, C. A und B sind richtig, D. Die Menschen werden schreien. A und B sind richtig. Amen. Abu Omar, A und B sind richtig. Yahya, C. Ganz genau, liebe Geschwister. Es ist tatsächlich C. Der ohrenbetäubende Schrei. As-Sakha, stolze Muslime, richtig. As-Sakha ist ein Name von den Namen des Tages der Auferstehung. Und gemeint ist hiermit das zweite Stoßen ins Horn. Danach kommen die Menschen aus ihren Gräbern heraus. Sure 83, Vers 1. Wailul lil mutaffifin. Wehe den das Maß kürzenden. Wer sind die Maßkürzenden? A. Diejenigen, die ihr Gebet ständig kürzen. B. Die eine kurze Lebenserwartung haben. C. Die beim Abwiegen der Ware Menschen betrügen. Oder D. Alle drei sind richtig. Dieses alle drei sind richtig, nochmal zur Verwirrung. Das ist leicht, das wisst ihr. Umliana C. Ksal Qamar C. Lil Mutaffifin. Wail in der arabischen Sprache bedeutet immer Vernichtung und zugrunde gehen. Im Deutsch sagen wir Wehe. Aber wie ihr wisst, mit diesen deutschen Übersetzungen, die sind zwar schön und gut, aber es schmeckt nicht so, wie wenn du Arabisch in Arabisch nochmal übersetzt. Weil du musst wissen, diese arabischen Wörter werden nochmal in Arabisch erklärt. Und Wail, sagen sie, ist Al-Halak. Und Ad-Damar ist das zugrunde gehen. Und das vernichtet werden. Und genau das sagt Allah hier.
Er sagt, Wailun, zugrunde werden sie gehen und vernichtet werden sie. Wer denn, ja Allah? Al-Mutaffifin. C. Es sind diejenigen, die beim Abwiegen der Ware die Menschen betrügen, subhanallah. Schau mal, vielleicht eine vermeintlich kleine Sache. Aus 1 Kilo macht er 900 Gramm. Nein, 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 Allah wird dich dafür vernichten und zugrunde gehen lassen. Allahu Akbar. Also ein Vers, der jeden anspricht. Fluss in der Hölle wurde auch gesagt, ja, aber es hat keine Hand und keinen Fuß, ja, achi. Es erwähnt Ibn Rajab in seinem Buch über die Hölle. Es wird unter den Aussagen gezählt, aber die sprachliche Bedeutung ist zugrunde gehen und vernichtet werden. Ein Fluss in der Hölle, was glaubst du, wie es dir da gehen wird? Schön abtauchen und mit Taucherbrille, oder wirst du da vernichtet und zugrunde gehen? Genau. Nächste Frage. Gleiche Sure, Vers 7. Sure 83, Vers 7. Allah sagt, keineswegs, Keller, das Buch der Sittenlosen ist wahrlich in Sijjin. Keller, inna kitab al-fujjari lafi Sijjin. Was ist Sijjin? Das stammt vom Wort Sijjin, bedeutet Gefängnis. B, ein Ort unter den sieben Erden. Oder C, A und B sind richtig. Oder D, so wird das Feuer in der Hölle genannt. D, seid ihr euch sicher? Wahrscheinlich viele sagen D. Schau mal hier, das Wort Sijin und Sijin. Ist hier nicht die gleiche Buchstabenwurzel? Sin, Jin und Nun? Sijin? Heißt Sijin nicht Gefängnis? Liebe Geschwister, es ist tatsächlich A und B. A und B. Denn das Wort Sijin stammt von der Wortwurzel Sijin. Sin, Jim und Nun weist auf Gefängnis hin. Und im Tafsir heißt es, dieses Gefängnis befindet sich unter der siebten Erde. Ihr wisst, wir haben sieben Himmel und sieben Erden. Und unter der siebten Erde befindet sich dieses Sijin. Darin werden die Seelen verweilen bis zum Tag der Auferstehung. Subhanallah. Und jetzt Gegenteil. Sure 83, Vers 18. Allah sagt keineswegs, Kella, das Buch der Frommen ist wahrlich in Illiyin. Kella, inna kitab al-abrari lafi Illiyin. Was ist Illiyun oder Illiyin? Der siebte Himmel, in dem sich die Seelen der Gläubigen befinden? Oder B, das Paradies? Oder C, dafür gibt es keine Erklärung? Oder B, D, A und B sind richtig? Das ist jetzt einfach. Eliyin, da steckt der Buchstabe Ein, Lam und Ja, beziehungsweise Elif Maqsura drin. Ala. Und Ali, ein Name von den Namen Allahs, ist Al-Aliyu. A-D. Es sind zwei Antworten, liebe Geschwister. Es ist der siebte Himmel, in dem sich die Seelen der Gläubigen befinden. Und auch wurde gesagt zu Eliyin, es ist das Paradies. Es ist das Paradies.
Wer hat das gesagt von den Tafsir-Gelehrten? Das sagte Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi erwähnte das in seinem Tafsir. Aliyin bedeutet der siebte Himmel, in dem sich die Seelen der Gläubigen befinden. Und in einer anderen Version, es ist das Paradies. So, kommen wir langsam zum Ende. Eine Stunde ist wieder so schnell verflogen. Bleiben wir in Sure 83, Vers 27. Da heißt es: Und dessen Beimischung Tesnim ist. Tesnim. Ah, was ein schöner Name. Tesnim ist auch ein Mädchenname. Tesnim. Was ist Tesnim? A. Das edelste Getränk im Paradies. B. Eine Quelle im Paradies. C. Der schönste Duft im Paradies. Oder D. A und B sind richtig. Das ist einfach. Das ist einfach. Was ist Tesnim? Stolze Muslime. A und B sind richtig. Adile. B. Eine Quelle im Paradies. Wo seid ihr, o Leute des Korans? Schläft ihr? Schon später? Tesnim ist. Ja, eine Quelle im Paradies, aber auch dann gleichzeitig das edelste Getränk im Paradies überhaupt. Weil, warum? Allah erklärt es in der Sure, in 83, so 83, die in der höchsten Stufe sein werden, A und B sind richtig, genau, stolze Muslime, bekommen, trinken aus Tesnim direkt aus der Quelle. Und die unter ihnen sind, bekommen nur eine Mischung dazu. Die Paradiesbewohner unter der Stufe, wo sich Tesnim befindet, bekommen ihre Getränke, die sie möchten. Und von oben kommt herab Tesnim. Sie mischen dann Tesnim und trinken. Doch die über ihnen sind, trinken pur aus der Tesnim-Quelle. Subhanallah. Nächste Frage. In Sura 84, Vers 4 heißt es: Und herauswirft, gemeint ist die Erde, was in ihr ist und sich entleert. Was wirft die Erde heraus? Wa alqat ma fiha wa takhallat, sagt Allah über die Erde. Und sie wird herauswerfen, was in ihr ist und sich entleeren. Am Tag der Auferstehung. Was wirft die Erde heraus und wovon entleert sie sich? A. Von den Toten und ihren Schätzen, die sich in der Erde befinden. B. Das sprechende Tier kommt endlich aus der Erde heraus. C. Der Dajjal. Oder D. Der Mehdi wird herauskommen. Silvan sagt die Toten, Umliana sagt die Toten. Stolze Muslima sagt die Toten, also die Toten und die Schätze. Ganz genau, es sind die Toten und die Schätze tatsächlich, so heißt es im Tafsir. Am Tag der Auferstehung spuckt sie die Toten heraus und alle Schätze. Subhanallah. Dann machen wir letzte Frage für heute. Das ist auch eine schwierige Frage. Oder eine, die halt wenige wissen, so denke ich. Allah sagt in Sure 85, Vers 1: Beim Himmel mit den Türmen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Türme sind? Was sind die Türme? A. Diese Türme sind unbekannt. Allahu alam. B. Gewaltige große Sterne. C. Türme, in denen Wächter sind. Oder D.
B und C sind richtig. Also gewaltige Sterne und Türme, in denen Wächter sind. Was sagt ihr, liebe Geschwister? Ja, was sind diese Buruj, übersetzt als Türme? Sind das gewaltige Sterne? Oder sind das Türme, in denen Wächter sind, Engel, die aufpassen, dass die Dschinn keine Rede klauen von den Engeln? Genau, von anderen Engeln? Oder sind diese Türme unbekannt? Oder ist B und C richtig? Mit Türme ist gemeint, so wie es Ibn al-Jawzi in seinem Tafsir erwähnt, es sind gewaltige Sterne. Allah schwört hier bei den gewaltigen Sternen, was-Sama'i Dhatil Buruj, beschreibt sie beim Himmel und ihre gewaltigen Sterne bzw. Türme. Und in diesen Türmen sind Engel. Diese schießen die Schayatin ab, die eine Rede klauen wollen von den Engeln. Ihr wisst, im Hadith heißt es, dass sie hören, was die Engel sagen und dann etwas stehlen, was Wahrheit ist und es dann zum Wahrsager bringen und der es dann mit 99 Lügen vermischt oder mit 100 Lügen vermischt. Dann geht der Laie zum Wahrsager, der erzählt ihm, was wahr ist. Und ab dem an vertraut er ihm alles, obwohl er nur eine Sache weiß und 99 Unwahrheiten hat. Subhanallah. Okay, liebe Geschwister. Machen wir Schluss oder machen wir noch ein, zwei? Ich denke, eine Stunde reicht dann schon. Eine Frage machen wir noch. In Sure 86, Vers 11. Sure 86, Vers 11 heißt es: Beim Himmel mit der Wiederkehr. Was-Sama'i Dhatir Raja. Nach der Frage könnt ihr Fragen zum Studium stellen, kein Problem. 86, Vers 11. Allah sagt: Beim Himmel mit der Wiederkehr. Was bedeutet die Wiederkehr hier? A. Die Wiederkehr des Regens, B, die Wiederkehr der Sterne oder C, die Wiederkehr der Regenwolken oder D, alles ist richtig. Erinnere dich an den Tafsir At-Tanawwu, der verschiedenartige Sorten Tafsir, wo alles einen Sinn ergibt. Ganz genau. Allah sagt, beim Himmel mit der Wiederkehr und lässt es offen. Er lässt es offen. Was kehrt denn wieder? Die sagen, der Regen. Er fällt, dann hört es auf. Eine Woche später kehrt er wieder zurück, also der Regen. Die Sterne, jede Nacht, als würden sie weg sein und wieder zurückkehren. Obwohl die Sterne ja immer an der Stelle sind, wie ihr wisst. Nur die Dunkelheit zeigt sie dann auf. Als würden sie immer wieder zurückkehren. Oder die Regenwolken, ihr wisst ja, die Wolken vergehen, kommen und gehen, kommen und gehen. Und das beschreibt Allah hier und sagt, beim Himmel mit der Wiederkehr. Also ist Regen richtig, Sterne richtig und Regenwolken richtig. Und so hast du ein ganz anderes Feeling zum Koran, wenn du diesen rezitierst. Dai, was hast du gefragt? Kann man da auch einen Arabischkurs belegen? Ich habe dahingehend nichts gefunden. Ihr müsst wissen, die Seite Islamstudium ist gerade neu. Und was jeder durchlaufen muss, und ich finde das ein sehr gutes Konzept,
sind die sogenannten drei Level. Da kannst du dich wirklich testen, ob du Grundbasiswissen hast oder nicht. Geh auf die Seite, die sind kostenlos. Die Level 1 ist freigeschaltet, 2 und 3 wird noch freigeschaltet. Danach, lieber Bruder, der fragt nach Arabisch. Nachdem du die drei Basislevel durchlaufen hast, danach lernst du Arabisch und andere Sachen. Weil du darfst in den Club nicht rein, sozusagen, bis du Grundbasis hast. Und das ist unser Ziel bei Islamstudium. Wir wollen den Studenten aufbauen, Stufe für Stufe, Stockwerk für Stockwerk. Was siehst du heutzutage in der deutschen Dawa? Leute diskutieren über große, gefährliche Themen, Takfir, was irgendwann im Fiqh vorkommt. Nach 7, 8, 9 Jahren Studium des Fiqhs lernt man das Kapitel der Abtrünnigkeit. Das wissen ja viele nicht. Takfir ist eine Thematik des Fiqhs und nicht der Aqidah, subhanallah. Das heißt, nach 7 bis 10 Jahren kommt das Kapitel Abtrünnigkeit. Wann wird einer zum Käfir? Wie wird einer zum Käfir? Was muss er gemacht haben, damit er als Käfir bezeichnet wird? Wer spricht den Takfir aus? Wo wird der Takfir ausgesprochen? Etc. etc. Da schwimmen unsere Jugendlichen zurzeit herum. Dabei kennt er nicht mal die Beweise der 6 Säulen des Imans. Das ist doch paradox. Und das will Islamstudium neu in die deutsche Dawa einführen, dass man die Geschwister bei der Hand nimmt mit einem Mentor und der dich dann, der mit dir dann die Stufen des Wissens durchgeht. Inshallah. Alles gut, gar kein Problem. Bezüglich Ramadan eine Frage, frag, Bruder, frag. Ich weiß, dass Sie viele Fragen haben. Allahumma barik, Amin. Geht auf islamstudium.de und schaut euch, liest euch wenigstens das Konzept durch. Ihr werdet es nicht bereuen. So lernst du strukturiert deine Religion von null auf. Wirklich von null auf. Die 5 Säulen, die 6 Säulen. Dann gibt es was über das Gebet, die Bedeutungen des Gebets. Was sage ich da eigentlich ständig? Was heißt Subhanallah Bil-Azim? Was heißt Subhanallah Bil-Ala? Dann gibt es eine ganze Playlist über die Demut. Dann gibt es was für die Herzen und Sünde und Sünden. Und somit hast du Level 1 durchlaufen. Dann kommt Level 2, wird im April jetzt freigeschaltet. Und Level 3 im Oktober hast du diese 3 Level durchlaufen, die sehr viele sind oder viel Stoff beinhalten. Jetzt darfst du mit einem Mentor professionell lernen, der dich bei der Hand nimmt und mit dir lernt. Kiabia, wo bist du? Du wolltest was fragen. Komm, Bruder. Mach nicht so lang. Schreib mir keinen Roman. Nein, 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 nein. Was würdest du empfehlen, sich anzuschauen, lesen, wo alle Gebetsschritte erklärt werden? Also was ist der Sinn dahinter? Verstehe nicht, Kahn, was meinst du? Was würdest du empfehlen, sich anzuschauen, lesen, wo alle Gebetsschritte erklärt werden? Meine Playlist, Bruderherz. Ich kenne keine, klär mich auf, aber im Deutschen kenne ich keine Playlist oder kein Buch, welches jede Gebetsschritt, ja sogar jedes Wort erklärt im Gebet. Geh auf das gute Wort in YouTube, da habe ich eine Playlist, die lautet: Die Erklärung der Aussprüche im Gebet vom Takbir bis zum Teslim. Also von Allahu Akbar. Was sagen wir danach? Allahu Akbar wird erklärt. Zufluchtname wird erklärt. Die Besmele wird erklärt. Al-Fatiha wird erklärt. Dann beugen wir uns und sagen Subhanallah Bil-Azim wird erklärt. Dann werden alle Bittgebete in der Beugung erklärt. Sami Allahu liman, jedes Wort wird erklärt. Ich bin immer noch dabei. Bei der Playlist. Ich bin noch nicht fertig. Wir sind bei Teil 27 und es werden über 50. Sodass, wenn diese Playlist fertig ist, du jedes Wort in einem Gebet verstehst.
Ja, Kiabia, du schreibst mir auf Arabisch, Bruder, bis ich das jetzt übersetze und dir antworte. Khalas, lassen wir es für nächstes Mal, inshallah. Liebe Geschwister, wir sehen uns. Ne, das war's. Nächsten Freitag, inshallah, wieder zur Mitternacht. Möge Allah euch belohnen. Diese Videos hier werden gespeichert auf islamstudium.de und auf meiner Seite das gute Wort in YouTube. Möge Allah euch belohnen und euch reichlich belohnen und euer Fasten annehmen und eure Gebete annehmen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.